So, mein Lieben, auf geht's zum wahrscheinlich letzten Part von Rogue Legacy. Herzlich willkommen. Hier ist Sir Marvin, vielleicht unser Held. Wir haben sein Obol mitgebracht von Charon und dürfen kostenlos eintreten. Oh mein Gott. Die Tür geht auf. Natürlich sehen wir nichts, weil wir kurzsichtig sind. Aber wir werden den Boss wahrscheinlich sehen. So, wir sind wieder da, wo wir am Anfang waren. Ganz am Anfang. Am Anfang des Spiels. Die Porträts sind echt. Von dem guten Wissenschaftler, den wir draußen gesehen haben. Gibt's nochmal Keulen? Brauchen wir nicht. Jede Menge Kohle. Können wir immer gebrauchen. Oh, aber diesmal gibt es Ritter. War der vorher auch da? Nicht, dass ich wüsste. Okay, noch mehr Essen. Für den Fall, dass man sich eben verletzt hat. Wieder der Wissenschaftler. Hätten wir den einsetzen sollen? Ist das ein Zeichen? Ah, und hier ist der Tipp. Down Attack, genau. Kohle mitnehmen. Okay. Der Paladin hoch wird's schaffen. Der wird's richten. Garantiert. Oh, ein Tagebucheintrag. Vielleicht der letzte Tagebucheintrag, der uns noch fehlt? Wir haben sonst keinen weiter gefunden. Lesen wir irgendwann durch. Johannes, der legendäre Ritter. Ist der vielleicht nie gestorben? Das ist er. Warum wünschst du, mich zu bekämpfen? Wie viele Söhne und Töchter sind in diesem pathetischen Wahnsinn nach Revanche verloren gegangen? Es war der König, der die Ruinen über das Land gebracht hat, nicht ich. Er hat uns angelogen. Er sagte, er war verwundet. Jetzt ist es die Zeit, die ihn dahin gerafft hat. Er hat seine Kinder einen gegen den anderen ausgespielt. Geopfert, um seine eigenen Wünsche zu befriedigen. Und am Ende hat er uns einsam und allein gelassen. Also habe ich die einzige Option genutzt, die mir übrig blieb. Ich habe den König und das Land verraten. Und habe eine neue Familie gegründet. The Traitor, Johannes. Okay, er scheint sehr viel mit Zaubern zu agieren. Aber Johannes hat keine Chance gegen uns. Auch wenn er zaubert. Geh weg. Okay, wir haben Johannes besiegt. Der Traitor ist down. Du denkst, du hast mich geschlagen? Ich habe für über 1000 Jahre gelebt. Und ich werde für weitere tausende Jahre leben. Für zehntausende Jahre. Alexander, Kida, Ponce de Leon. Ich war nicht der erste Held, der die Fontäne erreicht hat. Aber ich werde der letzte sein. Er hat die Fontäne kaputt gemacht. Die Fontäne, Johannes. Jetzt müssen wir gegen die Fontäne kämpfen, ja? Okay, kriegen wir hin. Die eine Keule lassen wir mal noch da. Oh. Ja, ist egal. Wir halten sehr viel aus, sehe ich gerade. Okay, die Fontäne ist geschlagen. Errungenschaft freigeschaltet. Du hast mich besiegt, aber zu was für einem Preis? Ich habe vielleicht den König dahin gerafft. Aber nur nachdem er oder erst nachdem er die Leute betrogen hat. Frag dich selbst. Welche Justiz das sein soll. Am Ende sind wir alle schuldig. Gleich schuldig, für die gleiche Sünde. Sieh dir deine Vorväter an. Das ist der Preis für
unfragbare Loyalität, unangetastete Loyalität. Die Sonne. Ich hatte vergessen, wie sie sich anfühlt. Die Fontäne wurde von Sir Marvin getötet. Die Sonne. Ah. Kohle. Dankeschön. So, was haben wir hier? Ein Pokal. Wir haben Monster. Ich denke mal, das sind diese komischen Ninjas und die Skelette. Und wir haben drei wunderbare, nette Leute. So, jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Wir sind, glaube ich, soweit durch. Und sind jetzt der neue König. Sind wir das Böse? War Johannes es? Barrett und Halfas, MacRib und so weiter, Grey Knight, Grey Baron und Grey Dieter. Da sehen wir nochmal, was wir alles besiegt haben. 103 Mal haben wir Pupil besiegt, Pupil, oder? Ach nee, wurden von denen getötet. Von dem einmal. Oh Gott, 159 Mal durch Blazelock. Ja, das glaube ich. Wurden wir so häufig getötet oder von denen nur geschlagen? Wir werden noch nicht nur 9 von diesen Augen getötet haben, oder? Zombie-Schnur. Oh, die ganzen Doom-Wasses. Salos, ja. Der große Doom-Wass. Ach Gott, das weckt nostalgische Gefühle, muss ich ja mal so sagen. Alexander, ja, der Gute. Einmal getötet. 4-mal getötet, 108-mal getötet, kann schon sein. Botes haben wir 8-mal getötet, ja, das kommt hin. Aber 16-mal nur Plonky? Na gut, Plinky 57-mal. Aber dass ich die Kleinen teilweise weniger getötet habe als die Mittleren, das ist ungewöhnlich. Ja, die habe ich wirklich nicht häufig besiegt, da hatte ich auch nicht wirklich Lust drauf. Ja, Infernight gerade mal 7-mal. Den haben wir auch nicht häufig gesehen, muss ich sagen. Ponce de Leon 1-mal, genau. Die ganzen Gladiatoren mit ihren Kugeln, genau. Spike-Tus, Spike-Tex und Spike-Tor. Dann die drei Ninjas. Ninopojo. Den haben wir auch 1-mal getötet. Blubasaurus, Blubite. Und Herodotus. 17-mal getötet. Ja, natürlich, weil er ganz viele kleine Viecher daraus gemacht hat. Das ist cool. Nightmare. Das große Ding gerade mal 2-mal getötet. Sogar den Wagenflorgen haben wir 5-mal getötet. Und Johannes natürlich 1-mal. Sowie die Fontäne. Ja, meine Lieben, auf geht's zum Resümee von Rogue Legacy. Wir haben es geschafft, wir haben das Spiel durch, wir haben wirklich 127 Kinder gehabt, das ist unglaublich. Fangen wir an mit der Grafik. Für die Grafik vergebe ich 60%. Allein schon wegen diesem sehr, sehr mickrigen Aufbau, trotzdem wir uns eigentlich im Jahr 2013, 2012 irgendwo dort befinden. Das ist eigentlich schade für die alte NES-Grafik. Das muss nicht sein. Trotzdem süß eingerichtet, wir haben einen tollen Stil gehabt, nette Details, 4 verschiedene aufgebaute Räume wie den Wald, den Keller, das Maya und natürlich das Schloss an sich. Und ich denke, das ist eigentlich für dieses kleine Spiel ausreichend. Ja, 60%. Und wo wir schon bei den 4 Räumen sind, gehen wir auch gleich zu Aufbau und Struktur. 85% gibt es dafür, denn wir hatten 4 verschiedene Räume. Das ist schon mal sehr, sehr gut für dieses kleine Spiel. 4 Bosse, Keter, Alexander, Blobbledar und Ponce de Leon. Zusätzlich natürlich Johannes, unseren Vorfahren und die Fontäne ganz am Ende. Die Räume waren nicht so groß, sodass man dann in Ruhe leveln konnte, einen nach dem anderen. Und das Schöne ist auch, dass es nicht ganz roguelike war, dass man im Prinzip wenigstens diese ganzen Leveldinger behält. Und natürlich auch die Rüstung. Da war ich schon ganz dankbar für. Es gab 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich weiß nicht, gar nicht wie viele Charaktere. Wir hatten den Magier, der zum Erzmagier wurde. Wir hatten den Ninja, der zum Hotaken wurde.
Der Knappe, glaube ich, wurde zum Spellsword. Zumindest habe ich den Knappen irgendwann nie wieder gesehen. Dann hatten wir noch den Paladin, Drachenmenschen, Barbaren, den Lich und so weiter und so fort. Die Leute wurden riesig oder zu Zwergen, hatten psychische und physische Probleme, Krankheiten, teilweise lustige Angewohnheiten wie Pupsen, Nostalgie, weitsichtig sein, kurzsichtig sein, Fluchen etc. pp. Wir hatten jede Menge Zauber. Ob das nur die Axt war oder die Sichel oder die Flammen, die um einen rumgeflogen sind. Wir hatten sehr, sehr viel Auswahl zu dem, was dieses kleine Spiel hier eigentlich bietet. Das Ganze ist roguelike und insofern bleibt es bei den 85% für Aufbau und Struktur. Die Musik, 90%, war eigentlich für so ein Spiel gut. Wenn wir daran denken, dass das so in dieser alten, ich glaube 16-Bit-Technik gemacht wurde. Süß gemacht, wirklich. Wir hatten auch in jedem Gebiet ein anderes Musikstück und natürlich auch bei den Bossen. Und wir hatten zusätzlich sogar eine Jukebox, bei der wir sogar noch Musikstücke auswählen konnten. Das Einzige, was eben nervig war, ist, dass man immer wieder in den ersten Level in das Schloss reingekommen ist und immer wieder dieselbe Musik gehört hat. Irgendwann konnte man die schon auswendig. Und deswegen gibt es nur 90 statt 100%. Hoho. Zu guter Letzt, die Story. Auch 90%. Es ist eine alltägliche bzw. alltagstaugliche Story. Einer besiegt den König, wird zum Bösen und die Kindeskinder und Kinder versuchen, das Böse zu bannen, finden heraus, dass das der Vorfahre ist und vernichten ihn und gehen wieder. Ende des Spiels. Und also das war's. Und von daher, ja, 90%. 10% Abzug, weil es einfach zu lapidar ist. Insgesamt sind wir also bei 325 Punkten durch 4. Sind 81,25 Punkte. Einen extra Punkt gibt es für den Wiederspielwert. Ja, ich würde es wieder spielen. Ich würde sogar das New Game Plus machen, wenn ihr es von mir verlangen würdet. Aber ich denke mal, dafür warten noch viel zu viele Projekte, die ihr unbedingt sehen wollt. Außerdem gibt es einen Pluspunkt für den Nostalgiefaktor. Dieses Spiel hat kein Vorfahren, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Dieses Spiel bietet aber sehr viel innerlich, sodass man Leute, Charaktere, die man in dem Spiel gesehen hat, ob das der Techniker war, der Clown oder der eine Schatztruhen-Typi oder die Wahrsagerin, alle auch wieder als Porträts, die kann man alle wieder sehen. Und natürlich kann man sich auch die Kinder, mit denen man immer gespielt hat, die ganzen Vorfahren, man ist ja immer das Kind, wieder ansehen und gucken, was man mit denen erlebt hat, wie sie gestorben sind, etc. pp. Freut mich also, dass wir nochmal 2 extra Punkte für Rogue Legacy vergeben können, sodass es nicht bei 81,25 bleibt, sondern auf 83,25 hochgeht und abgerundet natürlich bei 83 Punkten bleibt. So viel zu Rogue Legacy. Falls es euch gefallen hat, schaut auch gerne die anderen Projekte an oder lasst einen Kommentar da. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht habt. Ich würde mich freuen. Euer Bisuzimt. Bis nachher.